Damit willkommen zur dritten heutigen Folge und ersten Folge von Let's Play The Witcher. Ja, das ist die Folge für gestern, wie vorher schon gesagt. Beim letzten Mal, was haben wir da gemacht? Mal kurz überlegen. Ach richtig, wir haben den Ursprung der Bestie ergründet. Wir waren bei Abigail, haben ihr die Blüten gegeben und haben durch Alvin erfahren, dass die Bestie aus der Bosheit der Menschen entsteht oder entstanden ist. Haben auch mit dem Geistlichen darüber gequatscht, der uns dann gesagt hat, wo wir die Salamandra finden und der alle zusammenrufen möchte. Und ja, jetzt mischen wir mal die Salamandra auf. Im Gasthaus waren wir ja gestern noch, da haben wir den Schlüssel geholt und das Evil Chicken gesehen. Und ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Versteck ist und dann müssen wir gucken, dass wir da durchkommen. Sorry. Ah, der Bildschirm. Immer wieder was Tolles. Ich find's blöd, dass da nicht unterschiedliche Bilder kommen, sondern immer nur ein Standbild. Ist irgendwie doof. Apropos Standbild, ich hoffe, dass die heutigen Folgen ein bisschen besser laufen, da waren ja die gestrigen nicht so toll. Die Alan Wake-Folgen vorher liefen sehr gut, also habe ich da eine gewisse Hoffnung. Und ich sehe, unser Inventar ist fast voll. Wir könnten mal bei Gelegenheit was verkaufen. Naja gut. Jetzt nehmen wir erstmal die Spur der Salamandra an, wir haben den Schlüssel. Und müssen jetzt erstmal hinlaufen. So, erstmal der uralte Machttrick, kennt man ja von zu Hause. Besonders wenn man weißes Haar hat. Offensichtlich. Wie laufen wir da jetzt am besten? Ah, das ist auf dem Weg zum Dorf, okay. Jani ist ja im Gasthaus zurückgeblieben, die wartet ja, bis wir sie abholen. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um andere Sachen kümmern. Der Jäger hat aber auch nichts zu tun, ne? Der sitzt dauernd nur rum. Bei Nacht und bei Tag sitzt er da einfach rum und wartet darauf, dass ihn irgendjemand Köpfe bringt. Das ist, muss ein angenehmes Nebenhobby sein. Naja, egal. Soll er machen, wenn er möchte. Und hier sehen wir schon zwei Salamandra-Lakaien. Bevor ich zu den netten Gentlemen gehe, speichere ich nochmal. Nicht, dass er gleich 50 aus dem Busch springen will und sterben. Wäre schlecht. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Sie sollten echt auf Geralt hören, wenn er sagt, lasst mich durch. Gruppenkampf sie und abschlachten. Deswegen, weil es ja zwei sind. Sobald es einer ist, gehe ich auf den Starken. Werde euch töten. Wieso funktioniert mein Arzt gerade nicht? Muss ich mal kurz aktivieren. So. Einer ist tot. Mit dem starken Kampfstil töten wir auch den anderen. So. Schön, wie der Kopf abgeflogen ist, fast wie bei Gold. Wo man so ein Schwarzpulver und euch lassen wir da drin. Die Waffen auch, weil unser Hexerschwert besser ist. Und unsere Axt ist wohl auch besser als die Eisenaxt. Obwohl, da schaue ich mal. Unsere hat 5 bis 15. Und die Axt hat... Ach, die können wir gar nicht nehmen. Ja gut, dann hat sie es hier erledigt. Das war jetzt recht simpel. Aber das war ja auch nur... Hier draußen hier nochmal Hammelbein, Ohrens und einen Feuerstein nehmen wir mit. Das war ja jetzt auch nur die draußen.
Ich speichere jetzt nochmal, sicher als sicher. Auch wenn es eventuell nervig sein könnte. Dann gehen wir mal rein. Ins Salamandra-Versteck. Wo wir gleich von ganz vielen umhängt werden, das war ja so klar. Gruppenkampfstil. Okay, er ist alleine. So, alle tot. Und wir haben nur noch halbes Leben. Ja, ich weiß schon, warum ich vorher gespeichert habe. Zwei Ohrensalamander, Brosche und Feuerstein. Hier plündere ich natürlich wieder alles, weil es ist halt ein Ort. Ja, Schinkenbrot. Yay. Es ist halt ein Ort, der jetzt zu den Salamandern gehört. Deswegen ist es da, glaube ich, egal, wenn wir einfach mal klauen. So, schauen wir mal. Diese Behälter, die haben wir doch schon mal gesehen, oder? Oder kommt mir das gerade nur so vor? So, Geld und Feuersteine. Und nochmal Feuersteine und Geld. Was meinte der mit Tributkinder? Hoffentlich nicht das, was ich denke. Ich bin ja kein katholischer Priester oder sowas. Wäre schlecht. Aber diese Kisten, die haben wir doch bei Haran gesehen. Vielleicht irre ich mich ja auch. Das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Sollen wir mal ein bisschen Alkohol mitnehmen. Und das war es, glaube ich. Da nochmal ein Schinkenbrot in im Behälter, nicht in Überresten. Okay, und hier ist eine Falte nach unten. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Ja, Harens Waren. Na toll. Also so viel zur gestrigen Aussage mit liebe nette Bürger. Das war ja fast schon klar. Ne, Schwarzmarkthändler, natürlich treibt der Handel mit denen. Jetzt gelangen wir in eine Höhle. Und wir sehen hier einen Salamandra-Chef und noch mehrere Lakaien. Das heißt, Speicherzeit. Ich hätte nämlich keinen Bock, hier drauf zu gehen, weil wir haben eh nur noch halbes Leben. Und Alvin ist hier, sehe ich. Warum auch immer. Und andere Kinder. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Tja, ich spreche halt lieber mit dem Schwert, vor allem zu jemandem wie euch. Wer ist Azar Yavet? Wer ist Azar Yavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Schön, dass er nett ist und uns gesagt hat, wo unsere Sachen sind. Und Odo war anscheinend auch mit denen im Bunde. So, Gruppenkampfstil. Tja, da waren es schon mal zwei weniger. Blöd gelaufen. Art. Da war es noch der Salamandra-Stief. Ich glaube, für den nehmen wir jetzt wieder einen starken Kampfstil. Und da
damit ist er auch tot. Sehr schön. Das ging ja schnell. Und schöner Kill gerade. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Der Geistliche hat ihn hierher geschickt. Ey, bei dem fällt einem doch nichts mehr ein. Ich könnte jetzt natürlich wieder fluchen und beleidigen, aber ganz ehrlich, der ist ja die Beleidigung nicht wert. Bei dem Typ fällt einem doch echt nichts mehr ein. Und ich habe gerade außerdem die Fackel abgelegt. Das ich gar nicht. Ich denke euch, ich nehme meine Fackel zurück. So, wieder Reste plündern. Boah, dieser ekelhafte, missgeburtische Penner. Das ist ja echt nicht wahr. So, hier mal nochmal Waldkauztrank. Wir haben ein Buch des Waldkauzes. Ohrens, Feuerstein und einen neuen Ring, einen silbernen Bernsteinring. Nehmen wir alles mit. Aber wir können gar nicht alles mitnehmen. Trank und Buch bleibt hier. Nee, dann legen wir was anderes ab. Dann lege ich mal einmal die Tulpen ab. Und den roten Schal. Ja, wenn wir wieder zum Händler kommen, müssen wir unbedingt Sachen loswerden. Das Inventar ist voll. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles. Das ist in der Kiste drin. Ein blauer Meteorit unter anderem. Da können wir alles mitnehmen, gut. Hier ist auch eine Feuerstelle, wo wir theoretisch meditieren könnten. Noch ein paar Seebahnpilze, die sind für die Chemie ganz gut. Da schwebt ein Totenkopf in der Luft. Ist immer ein Zeichen von Vertrauen, einfach mal. So, was haben wir hier noch? Ein Silberring. Nochmal ein Buch des Waldkauzes. Jetzt haben wir das Buch doppelt. Also die Schriftrolle besser gesagt. Was soll man denn für den Silberring ablegen? Leg mal das Schweinefleisch ab. Fackel brauchen wir nicht, die haben wir schon mal. Hier ist noch eine Feuerstelle, hier sind echt zwei Feuerstellen. Das ist ein Kessel drin. Hammelbein braucht man nicht. Hier noch ein Seebahnpilz, den nehme ich noch mit. Ja, sieht aus, als hätte der Geistliche uns töten wollen, ne? Weil der in der letzten Folge noch was sagen wollte mit und Hexer und dann es doch nicht gemacht hat. Gehen wir mal mit den anderen beiden Kindern. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Nehmen euch keinen mehr weg, Kleiner. Bitte tut mir nicht weh. Ja klar, ich rette dich, damit ich dir wehtun kann, weil das mache ich als Hexer immer so. Hat ja sonst nichts zu tun. Gut, Alvin ist hier und er meint, warum habe ich diese Wand hier? Ja, die können wir wahrscheinlich mit dem Atem niederreißen. Genau. In der Region, wir betreten den Korridor. Folgt mir. Ich soll dir folgen? Ja gut, dann lauf voraus. Ja, du bist super, dann bleibst du stehen. Einfach herrlich. Kinder halt. Gut, dann lauf ich voraus. Und noch eine Feuerstelle, was ist denn hier los? Und Abigail ist hier. Das finde ich jetzt nicht unbedingt toll. Seebahnpilze. Wieso ist sie hier? Wieso ist sie nicht in ihrer Hütte? Also ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt die Dörfler auf Hexenjagd machen. Weil sie ja angeblich die Böse ist. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen.
Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Unfassbar. Ey, das sind echt... Das wäre so, als hätte ein verrückter Wissenschaftler SimCity gespielt und alle Vollidioten in ein Dorf gezwängt. Alter, das ist... Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ganz im Ernst. Also ich könnte da jetzt stundenlang mich drüber aufregen, aber das möchte ich nicht. Und hier können wir jetzt übrigens das letzte Bild uns fürs erste Kapitel holen, was wir natürlich tun. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Ist natürlich gelogen, aber hey, Geralt lügt dauernd, um irgendwelche Frauen flach zu legen. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Dann haben wir das letzte Bild. Das müsste jetzt Nummer 4 sein insgesamt mit dem Triss-Bild im Prolog. Wenn ich nicht mich erzählt habe. Also kommen wir jetzt zum Ende wahrscheinlich des ersten Kapitels, weil wenn wir jetzt draußen hier die Dörfler haben, dann wird danach, nehme ich mal an, die Bestie gleich aufkreuzen. Übrigens habe ich damals ja das Geisteröl geholt. Dann gesagt, ich sage später warum. Die Bestie ist ein Geist. Und das Geisteröl macht ihr halt sehr viel Schaden. Und da die nicht gerade schwach ist, zumindest nicht damals, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, dachte ich mir, das wäre ganz nützlich. Ich lese jetzt mal das Buch des Waldkauzes, was wir bekommen haben. Haben wir jetzt zweimal, aber ich lese es noch einmal. Auszug aus den aus Kehrmauern geschuldeten Hexergeheimnissen. Enthält Formel für Tränke. Schriftrollen mit Formeln für folgende Elixiere. Waldkauz erhöht die Ausdauerregeneration. Bindekraut gewährt Säureresistenz und weißer Honig. Mildert die Auswirkungen anderer Gifte und Tränke. Noch ein paar neue Formeln. Und vielleicht sollten wir uns jetzt noch, hier ist nochmal eine Feuerstelle, vielleicht sollten wir uns nochmal ein paar Tränke brauen, bevor wir dann wirklich rausgehen. Sonst ist das Inventar ja ziemlich voll. Ja, ich gehe jetzt mal hier zur Feuerstelle. Wir haben ja noch Zeit, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und heute kommt sowieso noch ein zweiter Part, sprich der Bestie werden wir heute auf jeden Fall gegenübertreten. Leveln können wir uns im Moment nicht. Schauen wir mal, ich könnte mir Furchtbringerblick bauen. Dadurch kriegen wir ja nochmal ein Bronzetalent. Das werde ich, glaube ich, machen. Geisteröl könnten wir auch brauen, aber davon haben wir eins. Katze brauchen wir nicht. Mikrophagenöl brauchen wir auch nicht. Wir könnten natürlich nochmal Schneesturm, Schwalbe und Waldkauz brauen. Schwalbe haben wir ja 8 Stück oder so. Also schon eine ganze Menge. Also ich brauche jetzt erstmal auf jeden Fall den Furchtbringerblick. Und damit sind die anderen dann auch schon weg. Jetzt können wir nur noch Geister- oder Nekrophagenöl machen. Aber ein Geisteröl haben wir, deswegen lasse ich das jetzt. Ja gut, dann hat sich das eh erledigt. Jetzt auch das Furchtbringerauge hier draußen. Und ja, haben wir sonst noch was? Ja, jetzt meditieren wir erstmal für eine Stunde. Dann trinke ich den Trank, damit wir das Bronzetalent kriegen. Und wir haben ja auch jetzt einiges gelesen noch, was wir noch lesen können.
Furchtbringerblick. Mutagener Trank, die wird ein Bronze-Talent. Gleich mal gesüffelt. Ich frag mich, wie sowas schmeckt, wenn da so ein Auge drin ist. Ich meine, der Furchtbringer war jetzt nicht gerade eine Schönheit. Naja. Er muss es ja wissen. Und jetzt lesen wir schnell, was wir Neues haben. Ja, hier die Formeln, aber die soll ich ja nicht vorlesen. Natürlich einiges Neues in Quests, weil wir jetzt einiges hier wissen und erfahren haben. Berenger wurde also von den Salamandern gefangen genommen, wie man ja erfahren hat, aber er ist entkommen. Das ist, denke ich mal, eher eine gute als eine schlechte Nachricht. Charaktere Abigail. Ja, die Text ist gleich, da haben wir nur das Bild. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber wir hatten auch schon schönere Bilder, ehrlich gesagt. Dann haben wir bei Alvin was Neues. Alvin lebte bei Abigail, bis die Hexe den Jungen dem Geistlichen übergab. Der Prediger wiederum überließ den weißen Jungen einer Gruppe von Schurken der Salamandra, die von den Bewohnern des Umlands verlangten, dass sie ihnen Kinder geben. Ich tötete die Banditen und rettete Alvin. Wer weiß, was mit dem passiert wäre, wenn wir nicht da gewesen wären. Jetzt wissen wir auch, dass der bisher unbekannte Magier der Azayavit ist. Sein Name ist Azayavit. Der exotische Name deutet an, dass er von weit her kommt. Zumindest haben wir jetzt einen Namen und er ist nicht mehr ganz so unbekannt. Und er soll ja sehr stark sein. Ich nehme an, dass wir dem schon noch über den Weg laufen. Haben wir sonst noch was Neues? Nee. Gut, dann werde ich jetzt noch schnell einen Punkt skillen und dann nochmal für eine Stunde meditieren. So, wo tun wir denn den rein? Die Eigenschaften haben wir ja fertig. Wir könnten natürlich das Art weiter leveln oder das EP. Aber da die Bestie ja mit Feuer arbeitet, wie wir es da jetzt aus dem Ding wissen, aus dem Bestarium, wird wohl Igni nicht viel helfen als Feuerzauber. Deswegen würde ich eher beim Art weitermachen. Was haben wir denn hier? Wir könnten Lehrling verstärken. Entwaffnen. Er hat die Chance, einen Gegner zu entwaffnen. Er bringt jetzt bei einem Viech nicht viel. Oder Windböen. Niederschlag plus 25%. Wenn der Windböe oder Lehrling. Also der Lehrling bietet das Zeichen plus 25% und 180 Grad Winkel. Und das ist nur ein Niederschlag 25%, aber nicht das ganze Zeichen. Da werde ich jetzt den Lehrling wählen. So. Wir eine Stunde meditieren. Jetzt müssen wir natürlich nochmal die Entscheidung treffen. Wir könnten jetzt Abigail dem Mob überlassen, dann würden sie sich verbrennen. Oder wir können die Dörfler beschuldigen. Wenn wir jetzt beide Seiten gehört, oder besser gesagt, wir haben jetzt Abigail's Seite gehört und die andere hören wir noch. Ich werde es auf jeden Fall in der Höhle nochmal speichern. Weil wenn wir jetzt da rausgehen, sind wir wahrscheinlich sofort im Gespräch drin. Und dann können wir vor der Bestie nicht mehr speichern, deswegen mache ich das jetzt schnell hier. Vielleicht schaffen wir es in dem Part noch. Mal gucken. Gehen wir erstmal raus. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod! Ja, klar. Ich werde dir glauben.
Du, der mich verarscht hat und dauerhaft betrunken war. Du bist nur feige. Ich glaube ihm kein Wort. Ja, das mit der Puppe ist ähnlich, das stimmt, aber... Ja, wir müssen halt jetzt entscheiden, wir müssen das Urteil fällen. Und wie man gesehen hat, ja, wir sind direkt im Gespräch drin. Also ihm glaube ich ganz bestimmt nicht. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Mhm. Dein einziges Prinzip ist es, dass du jeden verarscht. Gerade er hat ja gerne mit den Anderlingen gehandelt. Von daher, ja. Also, ihr könnt ja gerne eure Meinung sagen, aber für mich sind die halt einfach mal alle schuldig. Weil das alles einfach nur feige Missgeburten sind. Vor allem, wenn sie mich als so eine bezeichnen. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Ja, natürlich sagst du das, weil du ja mit denen auf dicke Freunde machst. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Ich meine, gerade ihm haben wir im letzten Part erst gesagt, woher die Bestie kommt, und jetzt kommt er mit so einem Scheiß, ne? Ich finde, Abigail ist unschuldig. Nein, ihr seid die Schuldigen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Wenn wir das bereuen. Ich mochte ihn ja von Anfang an. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Die sollen nur Hand an mich legen. Ich bringe jeden einzelnen von denen um, wenn sie das tun. Da ist sie! Verbrennt die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet. Dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Und er läuft weg. Ja. Ihr voll der geile Anführer, einfach mal. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder. Und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen. Euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Und Geralt ist sauer, das hört man. Man ist ja auch voll verständlich. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Es ist Nacht. Die sogenannte Hexenverbrennung ist abgewendet. Aber die Bestie wird kommen. Sie ist in der Patsche und sie wird nicht einfach so tatenlos zusehen, wie wir sie töten. Also von
Und jetzt fängt doch alles an zu brennen. Sie kommt. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Kampf aufs ersten Versuch schaffe. Da ist sie. Das war ein gewaltiger Hund, das Viech. Sie ruft ja lieber Gästen, das wissen wir ja aus früheren Kämpfen. Gut, bevor ich jetzt in den Kampf gehe, Waffe ziehen und Geisteröl drauf schmieren, weil wie gesagt Geisteröl sehr hilfreich. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo das ist. Geisteröl erhöht Geistern zugefügten Schaden. Schmieren wir drauf. Schwalbe. Oh, sind das viele. Und Abigail liegt am Boden. Alter, lass mich. Okay, ich gehe in den Kampfstil, das bringt nichts, das sind zu viele. Nein, 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 nein. Wir brauchen noch eine Schwalbe. Und die restlichen tun wir gleich mal rein. Jetzt haben wir noch 6 Stück, vielleicht schaffen wir es auf den ersten Versuch. Sie ist tot! Und jetzt kommen die Dörfler angescheißert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ging jetzt relativ leicht. Die Bestie ist tot. Aber jetzt kommt Geistlicher und Dörfler-Kompanie. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Warum denn so? Ich habe genügend Kraft für euch beide. Warum Odo, greift euch die Mistgabel! Warum denn so mutig, Geistlicher? Du bist gerade eben weggelaufen. Stirb. Und er fällt natürlich als erstes zwei klar. Arenborg und Odo stehen auch hier rum. Und die werden auch sterben. Die sind alle schuldig. Ich werde keinen von den Bastarden am Leben lassen. So, Art und Aufschlitzen einfach mal. Ist mir jetzt völlig egal. Ich bin der jetzt gerade Rage. Hey, Haren, du bist der letzte Überlebende. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst trotzdem sterben. Schwerer Kampfstil bei dir noch. Ja, so, es waren alle. Und Abigail lebt noch und hat uns gerade geheilt. Das ging jetzt recht simpel. Ich habe gedacht, dass es viel schwerer ist. Ja, mit dem Geisteröl, da geht das recht simpel. Ich habe beim ersten Mal durchspielen, habe ich da 20 Versuche für den Kampf gebraucht. Aber gut, umso besser. Wir plündern hier alle aus. Ah, hat einfach mal 100 Orans in der Tasche. Schön, wir können es brauchen. Er wird es nicht mehr benötigen. Wenn wir jetzt ein bisschen überzogen haben, machen wir die zweite heutige einfach kürzer. Ist ja nicht tragisch. Und Odo hat 120 Orans bei sich. Ja, nur Mikul war jetzt nicht da, ne? Aber wenn der wirklich die vergewaltigt hat, dann ist der auch nicht unschuldig. Der Bestie sind 20 Orans, der Hauch des Jenseits und das Ektoplasma. Warum auch immer die Bestie Geld in sich hat. Vielleicht von Opfern. Nehme ich mal jetzt einfach mal an. So, Geistlicher, damit sind wir quitt. Er bekam nur, was er verdient hat, zumindest meiner Meinung nach. Und ich glaube, das war's, was hier so drin liegt. Hier liegt noch was rum. Ja, und bei ihm selber. Er hat einen Steinhammer als Waffe.
250 Orans und einen Freibrief, mit dem wir Vizima betreten können. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ohne meine Hilfe würdest du jetzt brennen. Naja, wer wäre ich denn sonst? Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Das Dorf ist wohl verloren, es ist komplett niedergebrannt. Und Abigail läuft weg. Ja, die würde jetzt erstmal untertauchen. Wahrscheinlich. Ist auch das Beste so. Ich sehe hier noch Überreste. Ein Steinhammer. Mal sehen, wie gut das ist. Das ist, glaube ich, hier anstatt der Axt. Nein, nein, nicht die Axt. Ah, ne, der Steinhammer ist nicht statt der Axt, er ist statt einer Klinge. Ja gut, dann werden wir das Hexenschwert auf jeden Fall drin lassen. Damit zum Hammer können wir die Stiele nicht benutzen. Ja, da liegt sie. Und hier brennt alles. Jetzt müssen wir das nächste zum Gasthaus. Ich lese nochmal kurz. Was jetzt hier so Neues ist. Es ist einiges bei Abigail nochmal zugekommen. Beim Geistlichen auch. Die Hexe Abigail war vermutlich bereits tot, als ich beim Geistlichen ankam. Unüberbrückbare Gegensätze. Anders kann man das nicht nennen. Wir stürzten uns und ich musste den Priester umbringen. Schön, wie Geralt immer noch so motiviert ist. So, was gibt's bei Abigail Neues? Der Geistliche ließ die Gemeinde wissen, dass Abigail mit dem Fluch des Höllenmundes gesprochen hatte. Und ein wütender Mob umzingelte die Hexe. Ich entschied, dass sie den Tod nicht verdient hatte und verhinderte, dass man sie lynchte. Abigail verließ das Umland für immer. Ja, würde ich an ihrer Stelle auch tun. Und da ich sie eigentlich ganz in Ordnung finde, hoffe ich, dass sie eine gute Reise hat. Und vielleicht sieht man sie ja wieder. Keine Ahnung. Komplett durchgespieltes Spiel habe ich ja nie. Gibt es sonst was Neues? Was ist jetzt mit Haran Brock und mit Odo? Die haben wir auch getötet. Nee, bei denen ist nichts Neues. Naja, was soll's. Schauen wir mal auf Uhr. Ja, ich habe ein bisschen überzogen. Das heißt, hier speichern wir. Dann wird die nächste Folge einfach kürzer. Und wir sind jetzt mit Kapitel 1 natürlich so gut wie durch. Wir müssen jetzt noch nach Vizima rein mit Shani und dann sollte es das gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge war von der Quali gut. Und schreibt mir doch, was ihr gemacht hättet. Ob ihr Abigail verbrennen hättet lassen. Und so weiter. Naja. Ich mache dann gleich die nächste Folge und lade dann danach beide hoch. Die Eldenwake-Folgen sind ja schon online. Deswegen bis dann, Freunde.